So, das ist Littler, Littler vom Tarerhof, eine siebenjährige Stute, ein bisschen ein nerviges Tier, werden wir gleich auch sehen, sie neigt so ein bisschen dazu, hektisch zu sein, braucht also eher einen etwas, hey, ist gut, etwas geübten Reiter, aber trotzdem sonst im Umgang und so weiter sehr angenehm, auch beim Reiten nicht wirklich schwierig, wenn es vielleicht auch nachher am Anfang ein bisschen hektisch aussehen wird, aber es ist im Endeffekt nicht so sehr. Sie ist eine Tochter von einem Fylke vor Akkeri-Sohn. Also sie ist eine Fylke-Enkelin. Und die Mutter Brana ist eine Blacke-Tochter. Wobei ich jetzt nicht weiß, welcher Blacke das ist. Ich habe den nur mit Nummer in Papieren gesehen. Und ich brauche immer noch einen Reithafter. Und Glocken brauche ich auch noch. Reithafter unterwegs, ne? Braucht es Reithafter noch? Charlotte, das Reithafter bitte mal bringen. Okay, dauert eine kleine Sekunde, kein Problem. Glocken sind 240 Gramm Glocken. Die ist, ein bisschen arg groß, die ist bisher nur viergängig, nahezu nur viergängig geritten, hat aber Passansätze, das nachher auch mal probieren. Wobei es mit Sicherheit sinnvoll ist, sie erstmal nicht so viel im Pass zu reiten. Sie hat sehr schöne Bewegungsansätze. Sie ist ein interessantes Pferd für den Reiter, der sich, ja, wir sagen mal so, sein Sportpferd selber ausbilden will. Sie ist schon so weit ausgebildet, dass man das alles gut sehen kann. Aber jetzt, um sie bei Wettbewerben vorzustellen, da müsste doch eine gute Ecke noch sicherer sein. Aber das kann auch noch in Kürze passieren. Sie hat einen guten Takt, gute Bewegungen im Tölt, sehr sprudelnde Art zu laufen. Neigt so ein bisschen viel dazu rum beim Aufsitzen, rumzuhampeln und will direkt losrasen und so. Na, nicht losrasen, aber losrennen. Aber das sehen wir jetzt gleich auch. Der Andreas bleibt mal gerade am Kopf stehen. Okay. Das ist alles nichts Gefährliches. Muss einfach sich nur ein bisschen Zeit lassen und mal ein bisschen mehr loben als normal. Und dann kann man sie gehen lassen und dann die Hände ein bisschen ruhig halten, ein bisschen unten halten. Und dann ist es auch schon eigentlich von mir etwas übertrieben gerade formuliert. Aber so ein bisschen muss man schon gucken, dass man etwas Routine hat. Also bestimmt kein Anfängerpferd. Aber ein Pferd, was dem Reiter, der Spaß hat, an einem Pferd, was ein bisschen mehr Pep hat und ein bisschen mehr vorwärts geht, bestimmt viel Freude macht. Was sie lernen muss, ist so in der Haltung was ruhiger zu werden. Kopf-Hals-Haltung, die ist mir etwas zu unruhig. Wenngleich sie vom Prinzip her gut ist. Ist es immer da, immer recht gut aufgerichtet, sehr wach aufmerksam. Ich stehe jetzt im Moment noch so ein bisschen gespannt hier oben drauf, halt die Unterschenkel eher deutlich weg, habe Oberschenkel und Knie eher fest dran und warte jetzt einfach mal so die ersten zwei Runden ab, bis sich schon die erste Spannung etwas bei ihr gelöst hat. Aber ich denke, man kann sehr schön schon sehen, wie doch sie recht sprudelnde Bewegungen hat mit viel Takt. Recht gute Aktion. Sehr schön auffallend bei ihr ist, dass sie immer sehr viel Taktklarheit hat. Und das, was der zukünftige Reiter bei ihr eigentlich in erster Linie haben muss, das ist ein bisschen Zeit und ein bisschen Geduld und Einfühlungsvermögen. Es muss gar kein großer Reitkünstler sein, der da irgendwelche
Probleme löst, sondern einfach nur sich ein bisschen mehr Zeit lässt, damit sie was zur Ruhe kommt, dass dann an der Haltung von ihr gearbeitet wird, zum Beispiel durch Doppellongenarbeit, freilaufen lassen mit Schlaufzügel oder Ähnlichem. Aber bestimmt sehr schön zu sehen, wie sie wirklich so einen Schritt nach dem anderen sehr gut akzentuiert zeigt. Ich bin jetzt einfach mit der Hand runtergegangen und mal abgewartet, was als nächstes kommt. Auch jetzt hier beim Galoppieren die Hände einfach in Ruhe unten lassen. Ein bisschen Knieschluss haben. Bisschen Entlastungssitz und einfach mit der ruhigen Hand unten abwarten. Man muss da keine Angst haben, dass die einem davondüst. Man muss nur versuchen, sie mit der Hand so ein bisschen zur Ruhe zu bringen. Oh, unterstütze die Stimme. Oh, und dann versuche ich mal, den Trab irgendwo zu finden. Der Trab ist eher unsicher, deswegen auch dieser Entlastungssitz. Die muss einfach zur Ruhe kommen, dass sie mal lernt, den Hals im Schritt und dann noch im Trab fallen zu lassen. Nochmal Handwechsel. Ich denke, man kann immer wieder sehr gut sehen, dass hier ein Pferd mit eher gutem Material ist. Jetzt kommt so ein bisschen Ruhe rein und dann wird der Trab auch direkt etwas sicherer, wie man, glaube ich, gut sehen kann. Nochmal den Galopp auf der rechten Hand. Ruhig. Ruhig. Okay. Ist gut. Ist gut. So, dann probiere ich jetzt beim nächsten Mal mal so Pass, zumindest im Ansatz zu zeigen. Und vorher mal ein bisschen im Schritt zur Ruhe kommen lassen. Auch da sieht man, das ist auch kein Problem. Wie gesagt, ich probiere jetzt den Pass, um ihn einfach zu zeigen, hoffentlich zu zeigen, oder um zu zeigen, dass wohl da Ansätze vorhanden sind. Ansonsten würde ich von der Ausbildungsseite her eher empfehlen, mit dem Pass mal noch ein Jahr zu warten, bis man die anderen Dinge so ein bisschen gelassener und ruhiger hat, dass sie, wie schon erwähnt, lernt, den Hals was fallen zu lassen, runder in der Haltung zu werden, im Genick nachzugeben. Und dann kann man immer noch mal mit Pass wieder neu beginnen. Also jetzt nur mal kurz der Versuch, um zumindest ansatzweise zu zeigen, was da eventuell vorhanden ist. Wir haben es bisher auch nur 2-3 Mal maximal probiert und gesehen, dass da wohl ganz brauchbare Ansätze sind.
Oh, oh, ist gut. Oh, oh, das war doch ganz schön gewesen. War eigentlich noch besser, als ich dachte. Auch relativ sicher. Leider am Ende hier bei der Parade weggesprungen. Aber ja, man muss das einfach mal sehen und hin und wieder mal ausprobieren. Wenn ich jetzt gerade eben merke, wie gut das ging, wie gesagt, eher etwas besser, als ich erwartet hatte, dann kann es auch sein, dass ich meine Meinung da wieder ändere und sage, ach, ich würde die doch schon in nächster Zeit ab und zu mal Pass gehen lassen. Denn wenn der Pass, so wie gerade eben, oder dann eventuell etwas besser noch funktioniert, dann hat er ja, wie man auch sehen kann, auch teilweise eine sehr schön entspannende Wirkung auf die Pferde. Aber okay, lassen wir das mal außen vor, das muss man einfach sehen im weiteren Training. Tendenziell auf jeden Fall mit Sicherheit, wenn der Pass, nicht zu viel machen, sondern erstmal die anderen Dinge machen, Ruhe und Gelassenheit reinbringen, viel Spaß an einem schönen Pferd haben, was sehr sprudelnd vorwärts geht, viel Nerven und Temperament hat, aber dabei grundehrlich ist und nicht irgendwo besonders problematisch oder womöglich gar gefährlich. Ja, die abschließende Frage, für wen das Pferd geeignet ist, habe ich eigentlich schon hinreichend beantwortet. Es muss kein extrem routinierter Reiter sein, aber der Reiter sollte schon über etwas Routine im Umgang mit etwas temperamentvolleren, heißeren Pferden verfügen. Und er sollte halt eben sich viel Zeit lassen und mit Ruhe und einem guten Plan, was so Gymnastizierung anbelangt, insbesondere an das Pferd herangehen. Und dann kann er sehr, sehr viel Spaß haben. Okay.